Hallo, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man Lichtstrahlen erzeugt. Dieses und andere Tutorials findet ihr auch auf www.affinitytutorials.de. Dieses Foto habe ich in Italien aufgenommen, in Acqua Pendente. Dort befindet sich eine relativ berühmte Kirche an der Via Francigena, der alten Frankenstraße, eine Handelsstraße aus dem Mittelalter. Und hier befinde ich mich in der Unterkirche, in der Krypta aus dem 10. Jahrhundert, wo man die Grabeskirche von Jesus nachgebaut hat. Jedenfalls finde ich hier diese Stimmung ganz gut und dachte, hier kann man ein paar Lichtstrahlen einzeichnen. Dazu sollte man sich zuerst überlegen, von wo Licht kommen kann und wo Licht hinscheinen könnte. Also so ganz realistisch wird das, was ich hier zeige, nicht sein. Aber so eine Idee kann ich hier schon geben. Und zwar habe ich im Wesentlichen drei Öffnungen, aus denen Licht scheinen könnte, weil es sind hier hinter eigentlich nur drei Fenster, rechts, in der Mitte und links. Und ich möchte, um die Dramaturgie so ein bisschen zu erhöhen, den Fokus auf diesen Altartisch legen, sodass die Lichtstrahlen darauf scheinen. Obwohl es natürlich eigentlich nicht geht, dass gleichermaßen aus allen Öffnungen gleichzeitig Licht kommt. Aber ich zeige mal, wie es geht. Ich werde jetzt also einen Bereich zeichnen, den ich mit Licht fluten werde. Und das kann ich mit diesem Zeichenstift hier machen. Jetzt gucke ich mir an, von wo das Licht kommen könnte, und ich sage jetzt mal ungefähr von hier. Nur ganz kurz, ich habe hier folgenden Modus aktiviert, den Stiftmodus. Man kann natürlich auch einen anderen, zum Beispiel den Polygonenmodus nehmen, dann hätte man einfach gerade Verbindung zwischen den Kurven. Stiftmodus heißt, man kann hier Kurven nachzeichnen, was hier nicht so wichtig ist, insofern muss man es nicht machen. Jedenfalls werde ich jetzt diesen Bereich, den ich mit Licht fluten möchte, einfach mal nachzeichnen. Man sieht ja schon so ein bisschen einen Lichtkegel, insofern kann man sich ja daran halten. Hier drauf, jetzt wird die Auswahl geschlossen. Was ist passiert? Ich habe so eine Auswahl erstellt auf Umwegen. Hier nennt man das Kurve. Ich habe eigentlich gerade keine genaue Auswahl erstellt, dazu müsste ich jetzt hier raufklicken, mache ich mal nicht, sondern ich habe eine Vektorgrafik erstellt. Das ist ein anderes Thema, dazu werde ich vielleicht später mal kommen. Jedenfalls habe ich hier meine erste Auswahl getroffen. Und diese kann ich jetzt mit Licht füllen. Licht hat in diesem Fall die Farbe Weiß und dann also brauche ich hier nur auf die Farbe Weiß zu klicken und dieser Bereich wird weiß gefüllt. Nun habe ich gesagt, ich will es auch mit den anderen Fenstern machen. Ich blende das mal aus, da habe ich es leichter und werde daher weiterhin den Zeichenstift nehmen und weiterhin einen Lichtkegel machen. Ich mache es jetzt nur mal ganz schnell, damit das Video nicht so lange dauert. Man würde es ein bisschen genauer dann sicherlich machen. Das wäre schon das zweite. Damit ich hier noch den Durchblick habe, werde ich es gleich mal benennen. Das war rechts. Das ist die Mitte. Und jetzt nehme ich folgerichtig den linken. Darauf achten, es bildet sich sofort eine neue Pixelebene. So. Zack. Hier rüber. So, diese drei werde ich gleich mal zusammensetzen. Zuerst benenne ich das um in links. Ich markiere diese drei, drücke Command und G für Gruppieren und nenne diese Gruppe Licht 1. So, jetzt gehe ich hier mal rein. Und zwar kann ich alle einfach jetzt mit Weiß füllen. So. So sieht natürlich Licht nicht aus, ist mir auch klar. Also gehe ich jetzt mal auf die Gruppe und werde die Deckkraft der gesamten Gruppe reduzieren. Das ist jetzt eine Geschmacksfrage, welchen Effekt man genau erzielen will. Also ich gehe jetzt mal, sagen wir mal, hier bis zu etwa 30% runter. So sieht Licht natürlich immer noch nicht aus, viel zu hart, viel zu scharfkantig. Also mache ich Folgendes. Ich lege auf diese Gruppe einen Live-Filter. Hier ist das Symbol für Live-Filter, Gaußsche und Schärfe. Und jetzt sorge ich dafür, dass das Licht diffus wird, indem ich einfach eine Unschärfe reinbringe. So, wie sehr kann man
auch individuell gucken. Also ich mache es mal hier so in diesem Bereich. Und weil es ein Live-Filter ist, kann ich ihn auch jederzeit wieder verändern. Wenn ich jetzt also sage, gefällt mir nicht, Doppelklick drauf und kann diese Werte verändern. So hätte man im Groben auch schon erklärt, wie man einen Lichtstrahl produziert. Jedenfalls in diesem Fall so solche Art von Licht. Damit das Licht jedoch ein bisschen lebendiger wirkt, finde ich, könnte man hier noch verschiedene Helligkeitsstufen einbauen. Und das werde ich mal machen. Deswegen habe ich es hier nämlich schon Licht 1 genannt, weil ich vorhabe, mit dem Zeichenstift weitere Lichtstrahlen zu malen. So, die müssen dann natürlich ein bisschen anders sein. Mache ich mal, dass der Fokus so ein bisschen mehr in der Mitte liegt. Also dass ich praktisch so ein bisschen so ein Kernlicht und ein Streulicht habe. Das war die erste Auswahl. Nehme ich wieder rechts. Und auf zum nächsten mache ich das hier. Auch in etwa so. Das nenne ich Mitte. Und dann das Ganze nochmal hier. Und das Ganze nenne ich dann links. Und das fasse ich auch zusammen, so wie ihr. Shift anklicken, dann Command und G für Gruppieren und nenne diese Gruppe jetzt Licht 2. Und jetzt gehe ich hier genauso vor. Ich habe jetzt hier nun alle drunter und fülle sie mit Weiß. Man sieht, die Auswahl passt hier nicht so ganz, ist aber jetzt nicht so schlimm, weil ich es ja gleich weich zeichnen werde. Auch hier reduziere ich die Deckkraft der gesamten Gruppe und zwar deutlich. Da sich ja auf das andere drauf legt, muss man ein bisschen weiter runter gehen, aber es hängt davon auch ab, wie stark man den Effekt haben will. Und auch hier lege ich jetzt nochmal den Gauss-Filter drauf. So. Gehe ich mal. So, das reicht mir. Auf die Art und Weise würde ich jetzt mehrere Ebenen erzeugen mit mehreren Strahlen. Nur zur Info, bei meinem Thumbnail bei diesem Bild habe ich letztlich das Ganze viermal gemacht. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und deswegen werde ich jetzt hier unten noch Schatten einmalen. In dem Fall brauche ich es gar nicht so kompliziert machen. Man sieht ja schon in etwa, wie der Schattenverlauf ist. Insofern werde ich mich einfach hier so ein bisschen an den Schatten, der schon da ist, halten und das Ganze dann eben entsprechend nur verstärken. So, das war links, jetzt mache ich es noch einmal rechts, ungefähr so. Und dann noch einmal in der Mitte. So, ich habe jetzt wieder drei Ebenen, dreimal markieren, wieder zusammenlegen mit Command G, nenne ich jetzt Schatten. Und werde die jetzt diesmal mit Schwarz füllen. Und die gleiche Prozedur wie eben. Einfach erstmal die Deckkraft runterlegen, je nachdem wie stark man den Schatten haben will. Ich mache es mal etwa so und darauf wieder einen Live-Filter Gauss drauflegen und gucken, wann man der Meinung ist, dass es ganz gut aussieht. Sagen wir mal hier. Und darum sieht man, ich habe ja eben gar nicht so genau gearbeitet, ist aber gar nicht so wichtig, weil wenn man es weich zeichnet, werden die Kanten sowieso verschwinden. Also im Prinzip bin ich fertig. Man könnte noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Und zwar habe ich noch eine Gegenlichtaufnahme gemacht. So ein ganz klein wenig jedenfalls. Und man könnte das hier so ein bisschen ausbrennen lassen, wenn man will. Also ein bisschen ist es ja. Man könnte es noch verstärken. Wie das geht, zeige ich. So eine Art Flair-Effekt. Ich mache hier mal eine neue Ebene, eine leere. Nehme mir einen Pinsel. Stelle mir jetzt die Größe ein.
dass er in etwa für meine Zwecke passt. Sagen wir mal hier so. Nehme Farbe Weiß und setze hier einfach so einen weißen Pups drauf. Und da gehe ich jetzt genauso vor. Wieder nehme ich den Live-Filter, große Unschärfe und zeichne dieses Ganze weich. Und wieder gehe ich natürlich runter mit der Deckkraft. So in etwa. Kann man hinterher natürlich noch anders positionieren, wenn man mag. Jedenfalls so würde man Lichtstrahlen und auch Schatten erzeugen. Und zwar nicht nur in einem Altarraum, sondern überall und bei allen Dingen, die ihr wollt. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.